Schönen guten Tag, sind wir Remnes bei meinem Let's Play. Was wir noch machen, ich schon bei letzter Folge schon erwähnt, mit dem Rob machen. Was schauen wir schon von den Hai? Nicht Hai Rob. Why? Das müssen sie gerne noch halt. Ich weiß gar nicht. Da war ich total gut gekriegt. Ich bin nicht mehr. Ich bin manchmal noch gut zufrieden, aber auch aus der Hinweise. Markup. Rum, fliegen wir mal hoch. Markup. Story zu Markup Schmangen. Nee, eine Schmangen, die hat eigentlich so erwähnt und wo ich das Video just ein Foto gemacht mit einem Update-Video. Ich meine, sie sind 5 oder 6 Stück gemacht, den ich eigentlich an der Fülle. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, du willst Mängisch sonst schon mal so lange, lange. Der hat der Fahrradkette. Du könnt ja schon mal ulaustern, was genau mit dem Planet geschieht, wie geschieht, also weiter, also fort, was Story eben hat im Ganzen aus. Das ist relativ interessant. Du denkst, kann ich mal ran, lauschen, es lohnt sich tatsächlich, das ist nice, nice, nice. So. Aber wenn hier ein Hello Bass mit Fury gemacht, mit dem Balken, Fury. Und ja. Und die Probleme sind nicht hier, den Planet. Und wir tatsächlich die Lung fertig gut mit an der ganzen Ding hei, zwei Planeten fertig gut. Cool. Okay, warte mal, warum für dich machen gehen. Kanzlerin, nur mit einer mega kleiner Pause für schon da hat. Gucken wir mal, was hier geschieht. Sequenz hat wahrscheinlich gesehen, wo ich per Zufall an der Sektor geflogen war. Herzlichste Grüße. Ich bin Zahn 3L0. Republikanischer Protokolloffizier der Keylander-Station. Ich kann Ihnen im Augenblick leider nicht behilflich sein. Bitte warten Sie mit möglichen Fragen. Die oberste Kanzlerin Saresh und ihre Delegation kommen gerade an. Hallo, wie kann das hier schon? Ich bitte alle Anwesenden, mit mir diesen tapferen Captain zu ehren, der einen Angriff auf die Republik durch niemand geringeren als einen imperialen Großadmiral zurückgeschlagen hat. Ja. Ich hatte ein Paradies. Ein Paradies, okay, ja. Ich dachte, ihr schmeißt eine Überraschungsparty für mich. Nicht, dass ich einen weiteren Auftrag ablehnen will. Aber ich hätte ab und zu auch nichts gegen ein kleines Festessen. Vergebt mir, dass ich die Geschäfte dem Vergnügen vorziehe. Berufsrisiko. Der Sieg über das Imperium ist zum Greifen nah. Doch zuerst müssen wir uns mit einem feigen Akt unbefugter Gewaltanwendung auseinandersetzen. Oberbefehlshaber Malcolm? Vor 13 Tagen hat das Huttenkartell republikanischen Raum verletzt und den Planeten Makep eingenommen. Die Huten haben das System mit 30 schweren Kreuzern der Ayur-Klasse blockiert. Makeps Bewohner haben sich formell dazu bereit erklärt, sich der Republik anzuschließen, wenn wir ihnen in dieser Krise beistehen. Wir werden sie nicht der Brutalität der Hutten überlassen. Ja. Wenn wir dazu bereit sind, mit dem Huttenkartell um einen Planeten zu kämpfen, der bisher neutral war, müssen wir gute Gründe dafür haben. Makep ist ein Paradies. Die Lebensqualität dort liegt weit über dem galaktischen Durchschnitt. Die Minen und Tourismusindustrie florieren. Diese Welt ist es wert, gerettet zu werden und besessen zu werden. Die schwierigen atmosphärischen Bedingungen auf Makep machen umfangreiche Truppenanlandungen unmöglich. Wir brauchen Hilfe von ansässigen Widerstandstruppen, um das hier durchzuführen. Einer von Makeps Wirtschaftsführern, Shalim Avesta, erwartet euch auf der Oberfläche. Ich möchte, dass ihr eng zusammenarbeitet. Ja, Mama, Mama, Mama. Es überrascht mich, dass die Armee des Planeten keinen Widerstand geleistet hat. Oder wurde sie von den Hutten besiegt? Makeps gesamte Militärmacht bestand aus angeheuerten Söldnern. Die Hutten haben sie einfach gekauft. Die Befreiung von Makep hat höchste Priorität. Aber ich will, dass die Pläne der Hutten dauerhaft vereitelt werden. Großmeisterin Satil Shan hat genauere Informationen über die zukünftigen Vorhaben des Feindes.
Der Hohe Rat der Jedi hat über die Taten des Kartells meditiert. Wir glauben, dass Makeb ein Sammelpunkt für einen größeren Angriff auf die gesamte Galaxis ist. Wir werden nicht zulassen, dass die Hutten ihren Herrschaftsbereich auf unsere Kosten erweitern. Sorry, tut meditiert. Hallo? Hallo? What the fuck? Nee. Schlimm. Können Hutten... Es ist immer eine Ehre, sich den Feinden der Republik zu stellen, Madame Kanzlerin. Wenn unser Gegner erkennt, mit wem er es zu tun hat, wird er sich hastig zurückziehen. Eine Fähre wird euch zu Shalim Avestas Lager auf der Oberfläche bringen. Merci. Geht jetzt und zeigt der Galaxis, dass mit der Republik nicht zu spaßen ist. Nee, macht's mir. Das macht der Republik. Das ist mein noch Let's Play. Macht's jetzt Spaß. Na, gucken wir mal. Was wird hin dann so? Das müssen wir mal, was hier Flashpoints sind. Einsatz. Cool. Das mal. Stehen bleiben. Identitätsbestätigung abgeschlossen. Machen Sie sich bereit für eine dringende Anfrage der Republik. Ihre Anwesenheit ist sofort für eine dringende Unterredung mit der obersten Kanzlerin Saresh erforderlich. Die Kanzlerin bittet um Unterstützung beim Beenden eines illegalen Waffenhandels. Weitere Details sind geheim. Melden Sie sich umgehend bei Major Vom Dresit, damit dieses dringende Treffen stattfinden kann. Okay. Natürlich. Den wichtigen Persönlichkeiten der Republik helfe ich immer gern. Empfang der dringenden Bitte bestätigt. Guten Tag. Okay. Was hat mein Klasse gepasst? Hä? Okay. Nee, machen wir nicht. Sorry. Sorry, du, da kannst du knicken, mein Leben halt. So, damit machen wir nicht. Mal das mal heimholen. Würstchenschlag kann man annehmen. Klicks nicht. Innenhoftasten noch an der Reihe. Das ist cool. Nee, zum Beispiel... hallo? Ich will doch keine Operationen machen. Ha, nee, ist die dumme Tabelle Schmidt. Geht Kind wegen Ehre als Feuchling. Okay, gehen wir einfach mal hin. Nutzen das, denkst du? Denkst du? Ja, ich weiß, schon ein Signetto gemacht. Kann ich da noch mal... mir lust lo relativ Luis Ugon. Ich gebe sogar so ein mit los habe ich ausklingen privat weil wir können mal rasch maximal Peter fantastisch. Nochmal los. Option hat der Tutsi Rate. Dors E-Rate. Aufgeben. Aufgeben. Dors E-Rate. Aufgeben. Aufgeben. Gut. An Ärger. Mach kaputt. Können wir mal. Für was? Wo ist hier mir heute? Oh, wenn da noch mal etwas. Was tun wir schon heute mit gemacht? Oh. Seriös! Schatz, bin gesprungen. Seid ihr einer der republikanischen Helden, die gekommen sind, um meine Heimatwelt zu befreien? Ihr seid einfach... Wow! Ich wünschte, wir wären der Republik schon viel früher beigetreten. Ja. Euer Volk hätte uns beitreten können, als das Sith-Imperium in die Galaxis zurückkehrte. Was hat euch daran gehindert? Das war vor meiner Zeit. Aber wir haben uns schon immer eher um unsere Angelegenheiten gekümmert, als uns mit den Konflikten anderer zu befassen. Ziemlich blöd, was?
Ich war hier, als die Hutten die gesamten Kom-Kanäle von Marquette blockierten. Seitdem habe ich von meiner Familie nichts mehr gehört. Ich habe keine Ahnung, was da unten passiert ist. Ja. Die Hutten herrschen noch nicht lange über euren Planeten. Wahrscheinlich sind eure Verwandten zu Hause in Sicherheit. Das sage ich mir auch immer. Ich weiß nicht, ob man es euch schon gesagt hat, aber die Atmosphäre von Marquette ist das reinste Chaos. Die meisten Schiffe werden schon beim Anflug durch elektrische Stürme in Stücke gerissen. Mein Baby hier hat besondere Ionenschilde, um die elektromagnetischen Störungen abzufangen. Aber es wird trotzdem eine wilde Fahrt. Ich hoffe, wir kommen da unten in einem Stück an. Oh. Keine Angst. Elektromagnetische Störungen. Diese Blitze werden uns ordentlich durchschütteln. Ich hoffe, ihr wisst, wie man dieses Ding fliegt. Ich habe schon 500 sichere Anflüge hinter mir. Aber wie heißt es so schön? Es gibt immer ein letztes Mal. Meine Fähre ist bereit. Geht an Bord, dann können wir los. Und ihr solltet jetzt schon mal eure Stims gegen die Übelkeit nehmen. Ja, war echt besser. Gesetzt was schön ist. Wunderschöne Landschaft. Sie ist wie gemult. Jupp-ti-du, mein Lord. Jupp-ti-du. Also, da gebe ich so und dann, war es halt wie das Jahr gewischt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Jahr. Dem wo wir uns bis neu umgucken an hier und da und dann.